Gedenken in der Ukraine, aber nicht der Toten des Krieges, sondern der Opfer der Maidan-Revolution, die während der monatelangen Proteste auf dem Kiewer Maidan in den Jahren 2013 und 2014 starb. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky und Präsidentengattin Olena Zelenska erwiesen ihren Helden die Ehre, die das Ende der pro-russischen Regierung erzwang. Wir gedenken derer, die nicht mehr unter uns sind. Wir unterstützen unsere Helden, die heute die Freiheit unseres Landes verteidigen. Cherson ist vollständig auf Hilfe von außen angewiesen. Die Menschen warten in langen Schlangen auf Hilfe, auf Kleidung für den eisigen Winter, Wasser und Lebensmittel. Was gab es heute? Äpfel und Kekse. Und Fleisch? Ja, Hühnchen. Kunden kommen kaum in die Geschäfte, die Regale sind so gut wie leer und die Preise sind hoch. Ein Dorf bei Charkiw, das einmal 1000 Einwohner hatte. Bei dem Einmarsch der russischen Streitkräfte wurden die Häuser schwer beschossen. Das Dorf ist heute verlassen. Und auch, wo sich das russische Militär zurückgezogen hat, die Artillerie und die Raketen drohen weiter. Ukrainische Kommandoposten wurden beschossen und Moskau warf der Ukraine vor, das Kernkraftwerk Saporischschja unter Feuer genommen zu haben, was Kiew bestreitet.